Kaffee ist das zweitmeist gehandelste Gut der Welt, nach Rohöl. Es werden täglich 2,6 Milliarden Tassen Kaffee getrunken und 20% aller Kaffeekonsumenten trinken am Tag einfach mehr als 5 Tassen Kaffee. Über 30% der gesamten Weltbevölkerung trinkt Kaffee und versüßt sich damit den Morgen. So auch wir. Wir lieben Kaffee. Seitdem wir zusammen sind, ist Kaffee unser Ritual. Wir trinken ihn immer morgens und nachmittags zusammen und genießen einfach die Zeit zusammen. Und naja, dann trinken wir halt noch ein oder zwei zwischendurch. Nachmittag, Mittag, abends. Und dann gibt's ja auch noch Espresso. Klingt irgendwie ganz schön viel, wenn man so drüber nachdenkt. Wie viele andere Menschen freuen wir uns bereits beim Aufstehen auf Kaffee. Und er motiviert uns, aus dem Bett zu kommen und gibt uns Energie für den Tag. Wir lieben den Geschmack und sind auch die Art von Menschen, die Kaffee am liebsten schwarz und natürlich ohne Zucker trinken. Neben dem Geschmack lieben wir auch die Zeremonie der Zubereitung oder einfach mal in ein Café zu gehen und sich auf einen Kaffee mit Freunden zu treffen. Kaffee ist einfach toll, aber Kaffee ist dabei auch die am weitesten verbreitetste Droge der Welt. Persönlich denken wir nicht, dass Kaffee als Droge zu gefährlich ist, was auch eine Studie aus dem Jahr 2020 bestätigt. Demnach sind bis zu 4 Tassen Kaffee am Tag vollkommen unbedenklich. Allerdings haben wir nach unserem jahrelangen Konsum sicherlich eine ziemlich starke Abhängigkeit entwickelt. Regelmäßig erzählen uns Freunde, dass wir vielleicht doch ein bisschen zu viel Kaffee trinken. Und deswegen wollen wir jetzt herausfinden, was passiert, wenn wir 14 Tage gar kein Koffein zu uns nehmen. Sind wir süchtig? Das ist der letzte Kaffee für die nächsten 14 Tage. Wie ändern sich unsere Tagesabläufe, unsere allgemeine Stimmung und unsere Müdigkeit, wenn wir kein Koffein mehr zu uns nehmen? Oh. Neben Kaffee ist auch im schwarzen und grünen Tee, in dunkler Schokolade und natürlich auch in Energy Drinks viel Koffein drin. Auf diese Lebensmittel werden wir also auch verzichten. Gerade bei uns auf Reisen ist Kaffee eine geliebte Möglichkeit, uns in unserem Alltag zu unterstützen. Wir haben nicht wirklich eine Tagesroutine, sitzen oft nachts bis um 1 am Laptop und wollen oder müssen dann auch früh wieder raus. Heute Nachmittag sind wir irgendwie zu nicht ganz so viel gekommen und deswegen haben wir jetzt noch eine Menge auf der To-Do-Liste. Es ist jetzt 19.18 Uhr, das wäre die Zeit, wo wir eigentlich so einen Espresso oder noch einen kleinen Kaffee trinken würden, um motiviert zu bleiben. Das wird wir heute nicht. Und das Schlimmste, morgen fliegen wir weiter und wir müssen viel zu früh raus. Bei uns hat der Wecker gerade geklingelt und es ist 4.15 Uhr, also viel zu früh. Ich bin erstaunlich fit. Also ich vermisse meinen Kaffee. A few moments later. Anfangs war alles noch ziemlich unproblematisch. Wir haben einfach gearbeitet, sind unserem normalen Alltag nachgegangen und haben noch nicht allzu viel bemerkt, bis zu diesem einen Moment. Wir sind jetzt am Flughafen angekommen, es ist 5.30 Uhr, wir sind beide verdammt müde. Wir hätten spätestens jetzt den ersten Kaffee getrunken, vielleicht aber auch schon den zweiten. Wir sind noch nicht mal 24 Stunden im Experiment und ich habe schon Kopfschmerzen. Es ist 7.15 Uhr, ich habe immer noch Kopfschmerzen, wenigstens schmeckt der Kakao. Ich bin zwar übel müde, aber ansonsten geht's mir gut. Wir haben gerade was gegessen und danach hatte ich jetzt auch wieder Energie zum Arbeiten. Aber jetzt sind wir gerade eine Runde spazieren und irgendwie fangen meine Kopfschmerzen an, weil es ist so hell. Ich kneife die ganze Zeit meine Augen zusammen und ja, jetzt geht's los, auch bei mir. Neben diesen super lästigen Kopfschmerzen ergeben sich aber im Alltag auch noch andere Probleme. Wir machen gerade was Dummes. Hi. Etwas richtig Dummes. Wir gehen in einen Café und das, obwohl wir gar keinen Kaffee mehr trinken. War dann doch kein so großes Problem, wir haben einen Saft getrunken. Aber dieses Problem haben wir total unterschätzt. Dazu gleich nochmal mehr. Wir sind jetzt zurück in unserer Unterkunft und haben damit den ersten vollen Entzugstag beendet. Wir sind beide richtig müde, aber wissen nicht ganz, ob das am frühen Aufstehen liegt oder nicht. Auf jeden Fall fehlt so der Aspekt am Morgen, auf dem wir uns eigentlich immer am meisten freuen beim Aufstehen. Die Kopfschmerzen sind wirklich eine totale Qual. Die sind so richtig stechend und pulsierend. Das ist, als würde man das Blut im Kopf pumpen merken. Und das ist eigentlich ziemlich vergleichbar mit einer leichten Migräne. Bloß, dass die mich den ganzen Tag plagen und ich sie einfach nicht loswerde. Ich freue mich eigentlich den ganzen Tag nur aufs Bett, weil ich bin sowieso hundemüde ohne den Kaffee und dazu noch diese dröhnenden Kopfschmerzen. Am Morgen fällt einem nicht nur das Aufstehen schwerer, wenn man kein Koffein zu sich nimmt. Wir sind jetzt so circa 1,5 Stunden wach und haben richtig Hunger. Normalerweise, wenn wir Kaffee trinken, halten wir so locker 2 bis 3 Stunden durch, bevor wir das erste richtig essen. Aber es ist ja eigentlich auch gar kein Wunder, denn Koffein gilt allgemein auch als Appetithemd. Wie wir in unserer Morgenroutine schon gezeigt haben, versuchen wir unser Essen immer ein bisschen nach hinten zu schieben und quasi länger zu fasten. Meistens essen wir erst nach so 3 bis 4 Stunden nach dem Aufstehen etwas und dabei unterstützt uns Kaffee einfach sehr. An Tag 3 haben wir auch die körperliche Schwäche das erste Mal so richtig gemerkt, da wir
dort auch erstmals ins Fitnessstudio gegangen sind. Irgendwie hat man so richtig gespürt, wie der innere Wille gefehlt hat, den letzten Satz zu machen oder auch die letzten Wiederholungen wirklich noch sauber auszuführen. Aufstehen ohne Kaffee ist scheiße. Man kann nichts machen am Morgen, um in die Gänge zu kommen, um Freude zu haben. Man kann Wasser trinken. Teebeutel haben wir nicht. Diese Antriebslosigkeit haben wir trotz einiger Tage ohne Kaffee dann auch immer wieder tagsüber gemerkt. Hier haben wir uns aber einen Trick für einfallen lassen. Als Alternative haben wir Fruchtzucker für uns entdeckt. Der hilft bei Müdigkeit und Konzentrationsproblemen und gibt einen natürlichen Kick. Denn der Blutzuckerspiegel wird durch den Zucker angehoben. Das wirkt allerdings nur sehr temporär, da der Körper innerhalb kurzer Zeit Insulin ausschüttet, was wieder zu einem Blutzuckertief führt. Man ist also kurz danach wieder müde. Und es ist nur eine sehr kurze Lösung. Und wenn man unterwegs mal keinen natürlichen Zucker findet, dann muss halt künstlicher Zucker her für den Rush. Auch wenn alle physischen Symptome verschwunden sind, bleiben die Gedanken an den Kaffee. Manchmal, wenn man einfach so rumsitzt, am Laptop sitzt oder zum Beispiel auch beim Frühstück, dann denkt man sich einfach, es wäre richtig schön, so diesen herzhaften und ein bisschen bitteren Geschmack von einem frischen Kaffee zu haben. Der Gedanke, der bleibt einem einfach immer öfter mal hängen. Wir wollten uns gerade einfach nur irgendwo hinsetzen, um ein bisschen runterzukommen und hier einen Tee trinken, einen Bubble Tea. Aber ich habe nachgefragt, normalerweise gibt es den ja manchmal auch so mit Passionsfrucht oder sowas, aber hier gibt es den wirklich nur mit schwarzem und grünem Tee. Also es ist nicht möglich, hier ein Getränk ohne Koffein zu bekommen. Es schränkt einen da im sozialen Alltag schon ziemlich ein, wenn nichts weiter in der Nähe ist. Seit Tag 4 hatten wir schon keine Kopfschmerzen mehr, aber wir waren heute auf den Genting Highlands. Wir dachten, es wäre was zum Wandern. Es war tatsächlich ein riesen Vergnügungspark. Und was gehört da natürlich dazu? Cafés und Restaurants. Im Überfluss. Was gibt es natürlich in Cafés und Restaurants? Richtig, Kaffee. Und was es hier meistens noch gibt, ist schwarzer Tee oder grüner Tee, wo auch Koffein drin ist. Ich habe mir gerade nichts ahnt einen Zitronentee bestellt. Guck mir die Farbe an, probiere einen Schluck. Ist schwarzer Tee drin? Ich habe nachgefragt, alle meinten, nein, nein, Zitronentee. Jetzt haben wir gegoogelt, nachdem ich so ein bisschen getrunken habe, ist schwarzer Tee. Ich trinke ihn natürlich nicht aus. Das war an Tag Nummer 6. Wir haben uns eigentlich den ganzen Tag gut gefühlt, haben die Highlands bzw. den Vergnügungspark erkundet und hatten eigentlich die ganze Zeit ein relativ gutes Energielevel. Aber am nächsten Tag kam dann die Revanche. Obwohl wir jetzt schon mit Vorhängen offen schlafen, damit das natürliche Sonnenlicht uns wecken kann, fällt es uns immer noch total schwer aufzustehen und wir haben überhaupt keine Motivation. Für viele Leute ist es nicht nur das Koffein, sondern auch der soziale Aspekt, die Zubereitung, die Tradition, ins Café zu gehen und sich eben mit anderen Leuten zu treffen. Auch wir haben uns ja im Café getroffen. Wir dachten, das wird die schlimmste Herausforderung, wenn wir an einem Tisch sitzen und die beiden haben dann einen frisch gemahlenen, super leckeren Barista-Kaffee vor sich stehen. Dennoch kann man nicht einfach unbeschwert in einen Café gehen und sich einfach was bestellen, sondern man muss immer auf Alternativen ausweichen und gucken, dass ja kein Koffein drin ist. Die Tage verstrichen weiter, aber wir haben Kaffee immer und immer wieder vermisst. Egal wo man hingeht, die Welt dreht sich einfach um Kaffee und es gibt ihn überall. Gerade wenn wir tagsüber unterwegs sind, kommt man zwangsläufig an so vielen Cafés vorbei und die haben meistens eine gute Kaffeemaschine und das tut echt weh. Auch wenn wir angefangen haben, Tee als Alternative zu trinken, ist es einfach nicht das Gleiche. Man steht zwar auf und hat eine ähnliche Zeremonie, zusammen einen Tee zu trinken, aber innerlich ist es etwas anderes. Wahrscheinlich genau wegen dem Koffein. Der Kaffee hilft einem einfach, mit Klarheit und Konzentration in den Tag zu starten. Nach einem Tee fühlt man sich noch genauso vernebelt im Kopf wie vorher. Seit Tag 7 vermisse ich Kaffee am Morgen einfach gar nicht mehr. Ich stehe auf und bin ziemlich fit. Ich würde zwar trotzdem gern einen trinken für den Geschmack, aber ich brauche ihn jetzt nicht mehr. Heute ist der letzte Tag des Experiments. Beim Schlaf haben wir überhaupt keine Veränderungen gemerkt. Obwohl wir teilweise abends noch Kaffee trinken, hat keinen Unterschied gemacht. Der einzige Unterschied, der mir so aufgefallen ist, ist, dass ich nachmittags nicht mehr so ein Tief hatte und den Kaffee nicht unbedingt brauchte, wie sonst, auch morgens nicht. Am letzten Tag wartet noch einmal eine richtige Challenge auf uns. Wir haben in ein Hotel eingecheckt mit Frühstücksbuffet und ihr wisst, was das heißt. Unbegrenzt Kaffee. Wir sind heute in einem Hotel mit einem Frühstücksbuffet und das hat echt eine riesengroße Auswahl. Es ist auch für tausende Menschen gedacht. Gibt eine Menge leckere Sachen, aber das Wichtigste fehlt natürlich für uns, der Kaffee. Und das ist echt ein bisschen traurig, weil es gibt einen richtig guten Vollautomaten, wo sich jeder seinen frisch gemahlenen Kaffee holen könnte. Nur wir nicht. Heute halten wir das auf jeden Fall gut aus, ohne Kaffee. Wer weiß, wie es uns an Tag 3 ergangen wäre, mit Kopfschmerzen und allem. Ich glaube, da wären wir nicht so einfach stark geblieben. Wir haben uns im Vorhinein extra nur für einen 14-Tages-Zeitraum entschieden, weil wir dachten, es wird einfach viel zu schwer. Aber das war es letztlich gar nicht. Würden wir das Experiment wiederholen? Nein, definitiv nicht. Aber nicht, weil wir es nicht könnten, sondern weil wir es einfach nicht wollen. Wir freuen uns, endlich unseren ersten Kaffee trinken zu können. Da ist er.